Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich denke, ihr habt mich schon vermisst. Ja, leider ist jetzt die Zeit vorbei, in der wir jeden Tag zusammen Päckchen aufmachen können und ein paar hanfige Überraschungen aus den Adventskalendern rausholen können. Einen haben wir hier noch übrig von unserer Gold Edition. Wir haben noch einen und das ist das Silvesterpaket vom Gold Edition Hanfmagazin Adventskalender. Das schauen wir uns jetzt zusammen nochmal an. Da werde ich also noch einmal nostalgisch und so ein Päckchen öffnen. Unsere Silvesterüberraschung vom Gold Edition Hanfmagazin Adventskalender kommt wieder von Canna Swiss. Danke schon mal an der Stelle vorab. Und das sind, soweit ich sehen kann, Shots, das heißt Nahrungsergänzungsmittel-Shots. Und das schauen wir uns jetzt mal noch ein bisschen genauer an. Wir haben ja Zeit. Das sind Nahrungsergänzungsmittel-Shots mit Vitaminen, Cholin, mit Mineralstoffen und Pflanzenextrakten. Es ist laktosefrei, glutenfrei, frei von Palmöl, non-GMO und vegan. Super, cool. Machen wir es doch einfach mal auf. Und jetzt schauen wir uns die Shots nochmal genauer an. Also das sind 1, 2, 3, 4, 7 Stück von diesen Daily Booster Shots mit CBD, mit Kurkumin, mit Krokus. Sehr abgefahren. Simply shake and drink one shot per day. Cool. Da steht zwar jetzt drauf, best consumed chilled and with a meal, aber ich denke, ich kann ja nichts drüber sagen, wenn ich es jetzt nicht direkt auch probiere. Also hauen wir mal einen weg. Erstmal schütteln und dann wollen wir mal kurz schauen, was wir so riechen. Das würde ich euch jetzt gern zeigen, wie lecker, das eigentlich riecht total fruchtig. Mango, Grapefruit, sonst irgendwas. Also wirklich lecker. Und? Ich habe ja oft die Erfahrung machen müssen, dass so kleine Vitaminshots und Booster vielleicht nicht immer ganz mein Geschmack sind. Aber der Canna Swiss Daily Booster Shot, ja, das ist was, da könnte man sich dran gewöhnen. Ich danke also auf jeden Fall, freue mich über das letzte Geschenkchen unserer Adventskalender. Und nebenbei erwähnt, das Hanfmagazin, das neue, ist auch schon wieder draußen. Drei Artikel werdet ihr auch von mir da drin wieder finden. Und vieles mehr. Wir haben tolle Gastautoren, wir haben generell tolle Autoren und ein tolles Team. Und ich wünsche uns allen, euch allen, einen schönen Rutsch, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein erfolgreiches Jahr 2021. Vielleicht mit ein bisschen mehr Freiheit und ein bisschen weniger Angst. Und dann verabschiede ich mich jetzt für dieses Jahr und bis bald.